Ihr Lieben, ich habe jetzt schon seit ein paar Tagen im Kopf, euch eine neue Audio aus dem Universum aufzunehmen. Zu dem Thema, was hat das alles mit Fotografie zu tun? Und ich denke, gerade auch meine Broadcast-Listen-Teilnehmer, ihr seht ja, wie viele Angebote es inzwischen hier im Universum gibt, ob das mit den Mondzyklen zu tun hat, ob das eine Mastermind ist, ob das Reiki-Einstimmungen sind, Astro-Workshops, alles. Und ja, die Frage ist, was hat das alles mit Fotografie zu tun? Und die Antwort? Nichts. Und ich glaube wirklich, dass all diese Dinge nichts mit Fotografie zu tun haben. Und gleichzeitig hat meine Fotografie mit alledem zu tun. Weil es in meiner Fotografie, in meinem Leben, in meiner Firma inzwischen wirklich darum geht, alles, was ich tue, in meiner besten Energie zu tun. Voll bei mir zu sein, wenn ich mit anderen bin, wenn ich für andere arbeite. Und ja, genau um dieses Ziel, um diese Vorstellung zu erreichen, braucht es einfach immer wieder diese Events, diese Zeitfenster, um uns, ja, auch mich, aber um uns einfach daran zu erinnern, immer wieder bei uns selbst anzukommen. Die Gabriele Werstler würde jetzt wieder sagen, bei dir selbst einzuchecken. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ich meine, wenn ich ganzheitliche Fotografie jetzt neu auf die Website geschrieben habe. Es geht darum, es ganz, voll und ganz zu tun, was wir tun. Und es ist eigentlich vollkommen egal, ob es Fotografie ist, ob es Putzen ist, ob es Kochen ist, ob es Backen ist. Es geht darum, voll und ganz dabei zu sein, mit unserer ganzen Energie präsent im Körper zu sein, verbunden zu sein, ja, auch mit unserer Seele. Mit anderen, für die, mit denen wir gerade arbeiten, auch verbunden zu sein, voll und ganz da zu sein. Ich hatte jetzt gerade ein ganz, ganz tolles Mitarbeitergespräch. Es ging eigentlich um Hard Facts und Arbeitszeiten und so weiter. Und was ist passiert? Wir haben einfach Blockaden gelöst. Wir sind ganz tief getaucht in Speicherungen aus der Kindheit und ja, haben einfach miteinander gearbeitet, ohne es vorher zu planen, ohne die Rahmenbedingungen festzulegen, sondern einfach nur, weil es gerade dran war, weil sich die Situation geboten hat, weil die Emotion da war. Und ich will euch da wie immer keine zu lange Audio jetzt aufnehmen, aber ich weiß, dass es mein Weg ist, den ich so gehen möchte und dass die vielen Dinge, die ich tue, einfach immer wieder nur Einladungen sind an euch, auch in diesen Weg mal ja, reinzuspüren, den mal für ein paar Schritte mitzugehen und für euch herauszufinden, wow, bin ich denn bei dem, was ich tue, immer ganz präsent? Bin ich da voll und ganz da? Kann ich mir einfach mal eine Stunde jetzt hier für ein Event bei der Uli oder was auch immer, eine Stunde nehmen, in der ich vollkommen mit mir verbunden bin, in der ich meine ganze Energie bei mir habe, ist mir das überhaupt möglich? Und gerade auch mit dem Hintergrund, mit diesem Kongress vom letzten Wochenende, wo sich einfach so viele Menschen getroffen haben, die schon ja, in dieser neuen Zeit angekommen sind. Also nicht nur dran arbeiten, dass jetzt hier dieser Übergang irgendwie stattfindet von unserer Verstandswelt, die uns halt genau dahin gebracht hat, wo wir jetzt gerade sind, hin zu unserer Herzenswelt, wo wir einfach uns, unsere Potenziale, unser Leben so intensiv nutzen, so intensiv leben, so genießen. Und mit genießen meine ich nicht Konsum, der uns ablenkt von all den Dingen, die uns in unserem Leben irgendwie zu viel sind und stressen und überhaupt, sondern ich meine damit
dieses wirklich erstmal weglassen von allem, zum Kern zurückkommen, gucken, wer bin ich denn wirklich und wofür bin ich da? Und damit meine ich nicht, eine riesige Seelenaufgabe zu finden, mit der du die Welt retten wirst, sondern einfach nur zu schauen, was ist denn in diesem Moment gerade für mich dran? Ja, und dazu mag ich dich einfach einladen, mit allem, was ich tue, dich da immer wieder dran zu erinnern. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Wenn du es noch nicht getan hast, dann lass dich einfach in meine Broadcast-Liste eintragen. Da bekommst du immer wieder die neuesten Angebote, die neuesten Events, Rabattcodes und erfährst einfach alles, was hier los ist. Genau. Das soll es schon wieder gewesen sein für heute. Danke dir fürs Zuhören und alles, alles Liebe für dich. Deine Uli.